Mit dem Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau werden seit 1964 Künstler, Wissenschaftler oder Institutionen geehrt, die sich um die Pflege und Verbreitung des Erbes von Robert Schumann verdient gemacht haben. In diesem Jahr wurde der Preis gleich dreimal verliehen. Die drei Preisträger haben sich mit einer ganz praktischen Arbeit um die Verbreitung der Musik Schumanns verdient gemacht. Das Geburtshaus des großen Sohns der Stadt füllte sich recht schnell an diesem 3. Oktober. Die Verleihung des Robert-Schumann-Preises ist immer ein Höhepunkt im Kalender der Musikfreunde in der Geburtsstadt des bekannten Komponisten. Aber nicht nur das. Die Forschung und auch die Verbreitung der Musik Schumanns nützt natürlich auch der Robert-Schumann-Gesellschaft und dem Museum, das im Geburtshaus des Musikers und Komponisten untergebracht ist. In diesem Jahr, so die Vorsitzende der Schumann-Gesellschaft in ihrer Begrüßung, war es besonders einfach, die Preisträger vorzuschlagen. Ja, es war in diesem Fall wirklich sehr, sehr einfach. Es wurden von den drei Künstlern Gesamteinspielungen vorgelegt, die so hohe Qualität haben, so wegweisend sind, dass eigentlich daran kein Weg vorbeiführte, jetzt zu sagen, das ist preiswürdig, da gibt es den Schumann-Preis. War nur ein bisschen traurig, dass es mehr oder weniger gleichzeitig kam. Es wären jeweils auch Einzelpreisträger hier durchaus würdig gewesen. Aber dann hätte man irgendjemanden zurückstellen müssen und das wollten wir auch nicht. Und so gab es letztendlich in diesem Jahr drei Preisträger, die im entsprechenden Rahmen geehrt wurden. Schon das Programm der Veranstaltung zeigte, wie umfangreich das Werk Schumanns ist. Die meisten Menschen bringen Schumann zuerst mit dem Klavier in Verbindung. Doch sein Repertoire umfasst Klavierstücke, Stücke für Streichinstrumente, Lieder, Symphonien und sogar Opern. Die Solisten des Leipziger Gewandhausorchesters zeigten schon in den Streichquartetten die umfassende Dynamik der Werke Schumanns. Von den ganz leisen Tönen bis hin, ja fast zu Akkorden. In ihrer Laudatio auf die Preisträger ging Dr. Irmgard Knecht-Ges-Obrecht aus Aachen zum einen auf das Leben und die Entwicklung der Musiker ein, brachte aber auch zum Ausdruck, welch umfassendes Werk insgesamt hier entstanden ist. Ist es doch nicht weniger als die Einspielung aller derzeit bekannten Stücke des Komponisten im Bereich der Lieder und der Klavierstücke. 15 CDs mit den Klavierwerken und 299 Lieder auf 11 CDs, das sind das Ergebnis einer umfassenden, jahrelangen Arbeit, die natürlich auch das Angebot des Robert-Schumann-Hauses erheblich erweitert. Ja, natürlich freuen wir uns immer. Robert Schumann ist und bleibt ein ganz bedeutender, ganz beliebter Künstler, aber so umfangreich und mit so viel Recherche, mit so viel Hintergrund dort Einspielungen zu machen, das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben es ja auch in der Laudatio von Frau Irmgard Knecht-Ges-Obrecht gehört, dass hier Künstler am Werk sind, die wirklich recherchieren, die Schätze ausgraben, die sonst keiner kennt. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Schatz, der hier gehoben wurde und uns zur Verfügung gestellt. Im Bereich der Lieder Schumanns haben sich Christian Gerhaer und Gerold Huber diese Aufgabe angenommen. Beide arbeiten schon seit ihrer Jugendzeit zusammen. Das macht eine solche Arbeit natürlich etwas einfacher. Dennoch ist diese Leistung mit Recht den Preis wert. Spannt sich doch auch bei den Liedern Schumanns der Bogen von melancholischen Liedern bis hin zu Revolutionsgesängen. Diese Breite, diese verschiedenen Stimmungen, die die beiden Interpreten dem Publikum nahebrachten, hat man nicht bei jedem Komponisten. Ein weiterer Preisträger ist Florian Uhlig. Er stammt aus Düsseldorf, hat also eigentlich von Geburt an mit Schumann zu tun, der in dieser Stadt zum Beispiel die Rheinische Sinfonie geschrieben hat. Inzwischen lebt Uhlig in Dresden. Doch bei seinen weltweiten Auftritten lernte er auch kennen, welchen Stellenwert klassische Musik und auch das Werk Schumanns an sich hat. Spannt sich doch dieser Bogen von Nordeuropa bis Südafrika.
Die Welt ist ein großer Ort und überall wird klassische Musik rezipiert, natürlich überall auf andere Art und Weise. Ich war jetzt vor wenigen Tagen in London in der Wigmore Hall und da ist Robert Schumann sehr häufig auf den Programmen zu finden, aber die Wigmore Hall hat auch ein ganz besonders kunstsinniges Programm. In Johannesburg, wo ich selber ein Festival leite, weil Sie es gerade angesprochen haben, ist das Verständnis in der gesamten Tiefe und Profundheit gerade für das Werk von Robert Schumann vielleicht nicht ganz so gegeben. Und da kann man aber auch noch viel Arbeit leisten, um diese unglaubliche kreative Energie und das Genie von Robert Schumann auch dem Publikum dort näher zu bringen. Und leben tue ich in Dresden, genau wie mein Geburtsort Düsseldorf ebenfalls auch eine Schumannstadt. Das ist ein sehr schöner Zufall und ich freue mich, dass ich das Werk von Robert Schumann in viele Länder bislang habe tragen dürfen. Es sind in der jetzt aktuellen Spielzeit auch Verpflichtungen, eine Korea-Tournee, Konzerte in Tokio, eine Amerika-Tournee, eine Kanada-Tournee. Ich war gerade in der Elbphilharmonie in Hamburg, da kommen auch noch weitere Konzerte. Also und fast immer ist Schumann mit auf dem Programmzettel, wo ich mich dann sehr darüber freue, dass diese sehr intensive Beschäftigung mit diesem Komponisten auch noch nach dieser Preisverleihung weitergehen darf. Auch das ist Schumann. Auch bei seinen Klavierstücken reizt der Komponist das Instrument wirklich aus. Geht es von kaum hörbaren Tönen bis zu lauten Akkorden. Ja, Schumann, das ist eben viel mehr als nur die allseits bekannte Träumerei. Ja, die Schumannsche Träumerei kennen natürlich fast alle, aber da gibt es noch sehr viel mehr. Insgesamt sind es 19 CDs geworden, auf denen wir das Oeuvre von Robert Schumann für Klavier zwei Händen untergebracht haben. Und das Werk besticht durch seine unglaubliche Vielfalt. Also das erste Opus, Opus 1, die Abegg-Variation, das hat er sehr früh geschrieben und dann geht das bis hin zu den Geistervariationen. Das ist also eines der letzten Werke, das letzte, was er je komponiert hat. Und zwischendurch gibt es eine irrsinnig große Vielfalt, auch vor dem Hintergrund, dass er sich natürlich zu dem Zeitpunkt auch dann mit anderen Gattungen beschäftigt hat, sogar mit der Oper, mit dem Lied, mit der Symphonie, mit der Kammermusik und so weiter und so fort. Und es ist ein wunderbares Geschenk, das Oeuvre von Robert Schumann in der gesamten Spannbreite von den ersten virtuosen Versuchen und den Vorskizzen seiner Jugendjahre verfolgen zu dürfen bis hin zu den Geistervariationen. Ein ganzer Kosmos und ich werde nicht müde darüber zu staunen, über die Vielfältigkeit und die Tiefe und die Erhabenheit seiner Musik. Es wurde bereits gesagt, 19 CDs sind es geworden. Nun kennt man aus zahlreichen Musikvideos moderner Musik die Größe und Ausstattung von Tonstudios. Aber keine Bange, das ist bei klassischer Musik nicht anders. Auch hier setzt sich der Musiker keinesfalls an sein Klavier und spielt einfach los. Auch diese Einspielungen sind richtig große Projekte. Das ganze Projekt hat jetzt tatsächlich über 12 Jahre gedauert mit der Konzeptionsphase und wir haben ja, das ist das Besondere dieser Gesamteinspielung, nun wirklich alles aufgenommen, was nach dem aktuellen Stand der Schumann-Forschung zur Verfügung steht, inklusive auch diverser Skizzen und Fragmente, die wir teilweise, aber sehr umsichtig im Geiste Schumanns ergänzt haben. Und da geht natürlich auch eine ganze Menge Recherchearbeit mit, sodass man das nicht in 2-3 Wochen machen kann. Deswegen hat das jetzt insgesamt 12 Jahre gedauert. Man kann auch dem Markt nicht viel mehr als 2 CD-Veröffentlichungen pro Jahr zumuten. Nach Ende raus war dann sogar die Frequenz ein bisschen weniger. Da war es dann letztendlich nur noch 1 CD, weil wir auch wirklich sehr intensiv und sehr gründlich geforscht haben. Nach Quellen haben auch noch einiges weiter entdeckt. Inmitten unserer Reise, von dem wir am Anfang, als das Projekt noch angedacht wurde, noch gar nichts wussten. Deswegen wollten wir uns da auch die Zeit und die Muße nehmen, das sehr gründlich zu machen und auch immer tiefer in diesen Kosmos der Schumannschen Gedankenwelt einzutauchen. Dass das wirklich gelungen ist, davon war die Schumann-Gesellschaft Zwickau restlos überzeugt. Die 3 Schumann-Preise sind ein verdienter Lohn dafür. Die Preisverleihung an sich war auch eine Hommage an den großen Sohn der Stadt. Es wird wohl schwer, das in den nächsten Jahren noch zu toppen.